weiß langsam nicht mehr so ganz. Was ich zu all dem, was da draußen passiert, noch sagen soll. Ich weiß auch nicht mehr, was ich überhaupt noch zu sagen möchte. Und ich glaube, deswegen war mir das ein Anliegen, gerade einfach mal die Kamera anzumachen und meine Gedanken festzuhalten. Parabelritter und auch nicht mehr den Olli zu gucken und auch nicht mehr den Tim Kellner und auch nicht mehr Politik Spezial. Und es tut mir wirklich leid. Weil ich diese Menschen eigentlich sehr lieb gewonnen habe und ihre Denkweisen auch sehr. Aber ich merke, wie mich die Thematik sowas von langweilt. Es ist alles nur Show. Und das, was ich als Realität adaptieren soll, kann ich nicht adaptieren, weil ich inkompatibel bin. Ich bin inkompatibel für alles, was mit Angst zu tun hat, was auf Angst aufbaut, was auf Gegeneinander aufbaut, was auf Gewalt aufbaut, auch Staatsgewalt. Und ich habe keine Lust mehr, mich dieser Gewalt weiter zu beugen. Und ich habe das in den letzten 17 Jahren schon sehr, sehr reduziert. Aber gerade stehe ich vor einem Schritt, den zu tun, mir auf jeden Fall gerade nicht leicht fällt, weil er eben nicht meinen Gewohnheiten entspricht, denen zufolge ich immer noch viel zu viel meiner wertvollen Zeit, meines Tages, meines Lebens mit diesem Schwachsinn verbringe. Und mir geht es hier überhaupt gar nicht darum, irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen. Dieses Video ist an die gerichtet, die wissen, wovon ich rede. Nämlich, dass das alles eine Illusion ist.
das, was wir als Realität verkauft bekommen, ist alles andere als die Realität. Entschuldigung. Das wäre traurig. Das wäre, ich würde mir sofort die Kugel geben. Wenn ich ernst nehmen würde, was man mir zu verkaufen versucht. So, mir ist das jetzt egal, ob das irgendjemand versteht oder nachvollziehen kann oder nicht. Das hier ist mein Statement, aber auch tatsächlich mein Statement vor euch allen, vor dem gesamten Rest der Welt. Ich spiele das nicht mehr mit. Ich bin raus. Ich bin Realitätsverweigerer. Und yes, sehr gerne. Weil das weigere ich mich, als Realität zu adaptieren, wenn ich weiß, dass die Realität eigentlich was völlig anderes ist. Realität ist das, was hier von mir... Das ist meine Realität. Und da passt dieser ganze Spuk einfach überhaupt nicht mehr rein. Das hat nichts mit Leben zu tun. Das hat mit System zu tun. Und aus diesem System verabschiede ich mich. Jetzt endgültig. Natürlich werde ich noch, bis ich mich selber aus dem Garten ernähren kann, von Einkäufen ernähren. Ich laufe nichts mehr hinterher. Und ihr könnt mich mal, wenn ihr meint, ihr müsstet mich in irgendeiner Form unter Druck setzen. Macht euch bewusst, dass das euer Scheißdruck ist, den ihr da versucht, auf mich oder auf andere Leute zu projizieren. Oder tut es nicht, es ist mir scheißegal, nur wundert euch dann bitte nicht in der Folge, wenn ich euch dann auch ignoriere. Hey, ich lebe auch hier. Ihr könnt ja gerne alle eure devoten Gehorsamkeitsspielchen spielen. Ist ja wunderbar. Aber ich bin nicht Teil eurer scheiß Kaste. Ich habe andere Regeln als ihr. Und ich habe ein Recht darauf, nach meinen Regeln leben zu dürfen. Das ist nämlich tatsächlich sogar in diesem scheiß Grundgesetz verbrieft. Ich habe ein Recht auf meine eigenen Überzeugungen, Meinungen. Das alleine, dass ich haben darf und ausführen und ausüben. Artikel 4, Absatz 1 und 2. Ich berufe mich darauf. Das ist mein Recht, hier in Ruhe gelassen zu werden. Und ich lasse jetzt gerade mal wirklich den Zorn auch raus, der sich da natürlich ansammelt und der für einen Haufen Stress sorgt. Und es ist mir kackegal, ob ich gerade nicht friedlich aussehe. Nachdem ich das gesagt habe, bin ich friedlich. Mir geht es hier einfach nur darum, eine Grenze aufzuzeigen, die längst überschritten ist. Und dann kommen die mir mit Grenzenschützen von Europa. Fuck you! Das interessiert mich einen Scheißdreck. Es geht ums nackte Überleben inzwischen für jeden, oder? Habt ihr nichts Besseres? Sag, ey, ganz im Ernst, interessiert euch gerade nichts anderes, als was sie in der Scheißglotze darüber erzählen, was weiß ich, wo passiert, während du damit beschäftigt sein könntest, mit deinem Nachbarn Frieden zu schließen, damit ihr sichern könnt, dass ihr euch in Zukunft in keinem Moment mehr Sorgen machen müsst. Aber ich bin der Idiot. Kann ich mir leben. Für euch bin ich der Idiot. Das ist aber mein Recht. Solange ich niemandem eine Gefahr bedeute, und dafür kann ich, wenn ich mich vor allen Dingen frei bewegen kann, sehr gut selber sorgen.
Das habe ich sogar schriftlich von einem Psychiater, dem ich vorgeführt worden bin, weil man mich einliefern wollte. Ihr wisst. Weil die Polizei nicht verstanden hat, wovon ich gesprochen habe. Der Psychiater allerdings wohl. Mag vielleicht daran gelegen haben, dass ich der Polizei auch einfach nur das gesagt habe, was sie hören mussten, damit ich zu diesem Psychiater komme. Weil die konnten mir nicht schriftlich geben, was er mir schriftlich geben konnte. Nämlich, dass ich keine Gefahr bin. Für niemanden. Außer, und das möchte ich jetzt auch nochmal klar ausdrücken, für die, die mir ausreichend auf den Piss gehen, dass ich genötigt bin, dafür zu sorgen, dass die da keinen Bock mehr drauf haben. Klar soweit? Also nochmal, das ist so ein Missverständnis, dass man meint, man könnte mit Pazifistin, und ich bin kein Pazifist, machen, was man will. In dem Moment, wo das nämlich zum Dogma des Pazifismus bist, schon bin ich kein Pazifist, ich lasse mich da nicht dahinstellen und verdrechen. Hä? Bloß weil ich Gewalt verabscheue, heißt das nicht, dass ich nicht in der Lage bin, die anzuwenden, in dem Moment, wo das notwendig ist. Das wird aber auch nur deswegen notwendig, weil andere Leute nicht in der Lage sind, genau das nicht zu tun. Ihren Fried abzustecken. Ihre Grenze, wo es heißt, bis hier und nicht weiter. Weil es nämlich das aus, was logischerweise passiert, wenn man das nämlich nicht macht und das zulässt, dass diese Grenze überschritten wird, bleibt dann nichts anderes übrig, als seinen Raum im Bereich anderer zu finden. Und deren Fried auch zu stören. Das ist auch pure Logik. Und das ist ein verkacktes Spiel, das man uns beigebracht hat zu spielen. In Konkurrenz und gegeneinander und bla bla bla. Und ich bin da raus. Ich mach's nicht mehr mit. Und ich will nichts mehr davon wissen. Mein Leben hat damit zu tun, dass ich mit meiner Gitarre sitze und Musik mache oder ein Bild male oder ein Buch schreibe oder korrigiere oder sonst irgendwas. Und wenn ich krank werde, dann kann ich mich da selber drum kümmern. Und wenn ich nicht mich selber drum kümmern kann, dann kann ich dafür sorgen, dass ich jemanden finde, der mir helfen kann. Und eigentlich kann das jeder. Ich weiß nicht, warum man da immer so ein riesen Spektakel drum macht. Nee, wir gehen lieber arbeiten, damit wir unsere Versicherungen bezahlen können. Ist dir bewusst, dass eine Versicherung man immer nur dann für irgendetwas hat, wo man ausreichend verunsichert ist? Man kann einen Haufen Geld sparen, indem man einfach mal ein kleines bisschen hier oben dann also sich gewisse Ängste einfach mal klar macht. Kann ich mir auch darauf verlassen, im Lotto zu gewinnen. So real ist das, dass das... Ne? Und ja, natürlich gibt es diese ganzen tollen Sachen, wo die Versicherungen dann einspringen. Und scheinbar, vor allem bei den kleinen Sachen, ne, ihre Existenzberechtigung beweisen. Das ist so ein Blödsinn. Wir alle können uns helfen. Wir brauchen keine Versicherungen, wenn wir einfach wieder ein klein wenig aufeinander zugehen. Dann können wir alles. Punkt. Ich wollte eigentlich noch weiterreden, aber da. Punkt. Wir können dann alles. Genauso wie alles, was auf diesem fucking Planet passiert, wir tun. Wir tun es halt eben meistens einfach nur für Geld und sehen dann nicht, dass wir das sehr wohl auch ohne können. Wir lassen uns sogar verbieten, unsere Fähigkeiten zu nutzen, um damit unseren Lebensunterhalt zu erspaßen. Wir lassen es uns verbieten.
Wir dürfen es nicht, solange das nicht irgendeinen Knebelvertrag beinhaltet, der vor allen Dingen sicherstellt, dass dann der Staat wieder einen ganzen Haufen abkriegt. Was hat Fuck you Der Staat hat keine Straßen gebaut. Das waren wir. Und wenn wir irgendwas nur dafür tun, weil wir Geld dafür kriegen, dann ist die Notwendigkeit wahrscheinlich überhaupt gar nicht so groß. Es ist alles wieder so dieses diese scheiß Beschäftigungstherapie, in der wir alle sind, in der jeder diesen krankhaften Gedanken hat von ich muss jetzt was machen. Granate, supergeile Idee. Noch mehr im Stress kann man eigentlich überhaupt gar nicht sein. Und ich muss wirklich, dieses Video mache ich vor allen Dingen auch, damit ich es mir noch fünfmal reinziehen kann, um mir klar machen, warum ich gerade dieses Video mache, um auch zu sagen, ich beschäftige mich ab hier mit Dingen, die mich selber persönlich betreffen, mit meinem Frieden, mit schönem. Weil das ist das dann, was ich auch rausgeben kann. Da muss ich nicht mehr so hässliche Ansprachen halten wie diese gerade. Tut aber gerade Not. Und es muss sich ja zum Glück keiner angucken. Und wem es zu lang ist, der ist eh schon nicht mehr da. Interessiert mich nicht. Das ist der Punkt. Mich interessiert ein Scheiß, was ihr macht. Solange ihr mich in Ruhe lasst. Und mehr als solche Videos habt ihr dann auch nicht von mir zu befürchten. Aber lasst mich in Ruhe. Hört auf, mir irgendwelche Links zu schicken von irgendwelchen Videos, die mit irgendeinem Scheiß zu tun haben. Schickt mir schöne Videos. Ich will Katzenbabys sehen. Mir egal was, aber Schönes, weil das genauso real existent ist wie der ganze andere Scheiß, auf dem die ganze Zeit permanent rumgeritten wird, sodass man für das Schöne völlig den Blick verliert. Und da sind wir mit der wunderschönsten Frau der ganzen Welt zusammen und wissen es nicht zu schätzen, weil wir uns gegenseitig auf den Sack gehen. Ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, ich habe gerade keine. War nur ein Beispiel von... erworbenem Mangel an Wertschätzung. Ich kann mich schon sehr klar ausdrücken, ob du verstehst, was ich meine. Halt nicht an mir, wird an deinem Interesse liegen. Entweder willst du verstehen, was ich gerade erzähle, oder eben nicht. Beides ist okay mit mir. Lass mich einfach in Ruhe. Ist das geil, wenn man im richtigen Moment die Fresse aufmachen kann, um Dampf abzulassen und dann aber auch wieder Ruhe in sich fühlen zu können.